Ich freue mich total, dass ich hier sein kann. Ich bin immer total glücklich, wenn ich die Chance bekomme oder die Gelegenheit bekomme, auch außerhalb der Wissenschaftsbubble über meine Forschung zu sprechen. Wie gesagt, ich arbeite jetzt am Max-Rubner-Institut, aber die Sachen und die Ergebnisse, die ich mitgebracht habe, sind noch aus meiner Zeit in Kalifornien. Genau, und wir schauen heute in Zucker und was der Zucker in unserem Körper macht. Und da müssen wir uns erstmal überlegen, so, wie gehen wir hier? Nein, da wollte ich noch nicht hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sorry. Geht's gleich sofort in die Hose. Wir müssen da nochmal zurück. Eieiei. So. Warum reden wir über Zucker? Da wollte ich hin. Genau, wir reden über Zucker, weil Menschen Zucker lieben. Und wir lieben Zucker so sehr, dass wir in unserem Sprachgebrauch das durch und durch positiv konnotieren. Also wir sagen zu unseren liebsten Sweetheart, wir sagen, irgendwas ist Eye Candy. Wenn ich einen Hund sehe, dann sage ich, der ist süß. Also in irgendeiner Form belegen wir Zucker irgendwie positiv. Und das ist auch nichts, das wir lernen müssen, sondern das ist was, das ganz tief in uns drin reingelegt ist. Das sieht man zum Beispiel bei Versuchen, wo Frauen, also nee, irgendwie will es hier noch nicht mit dem Zoom weitergehen. Nein, sorry. Jetzt geht's. Genau, wenn man Frauen Zuckerwasser in die Fruchtblase spritzt, dann fangen die Babys, also fragt nicht warum, aber die Babys fangen dann an, mehr zu schlucken. Die versuchen, mehr von dem Zucker aufzunehmen, weil das eben schon in uns, bevor wir denken können, das müssen wir nicht lernen. Wir lieben Zucker einfach als Menschen. Und warum ist das so? Man stellt sich so vor, dass in der Evolution die einzigen Lebensmittel, die wir, die süß waren und mit denen wir in Berührung gekommen sind, nee, es geht wirklich einfach nicht. Sorry. Das war Honig und Obst. Und genau, die Süße zeigt also an, das ist ein gesundes Lebensmittel. Das ist ein Lebensmittel mit ganz viel Energie. Und das ist positiv. Das heißt, wir haben das irgendwie in unserem Menschsein verinnerlicht, dass süß gut ist. Heute ist es ja aber nicht mehr so, dass wir Zucker nur noch über Honig und Obst aufnehmen, sondern, seht ihr unten im Bild, man hat Zucker in allen Formen und Farben, in ganz aufgereinigten Quellen. Und das führt eben auch dazu, dass Krankheiten entstehen können. Und diese Krankheiten sind so grob um Übergewicht angeordnet, eine ganze Palette an negativen Dingen, zum Beispiel, mit Übergewicht assoziiert, zum Beispiel eine geringere Fruchtbarkeit, Schlafprobleme, psychische Belastungen, über die auch im Kontext Übergewicht viel zu wenig gesprochen wird. Es gibt Krebserkrankungen, Risiko für Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Probleme, Typ-2-Diabetes, metabolisches Syndrom, also eine ganze Palette von Krankheiten, die irgendwie mit Übergewicht, aber auch mit Zucker assoziiert sind. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie hängt das zusammen? Und das ist eine ganze Kontroverse in der Wissenschaft, die, weil man noch nicht so richtig weiß, wie führt denn Zucker jetzt dazu, dass man krank wird, oder wie kann jetzt Zucker dazu führen, dass es zu Krankheiten kommt? Und grundsätzlich gibt es zwei Theorien. Die eine ist, dass Zucker irgendwie indirekt zur Krankheitsentstehung beiträgt, nämlich Zucker kann dazu führen, dass Übergewicht entsteht, und das Übergewicht ist das eigentliche Problem. Und das ist eine Theorie, die halt sagt, eine Kalorie ist eine Kalorie und jede, die zu viel ist, die ist schlecht. Also dann ist es egal, ob wir zu viel Zucker essen oder zu viel Fett essen. Am Ende ist die Entstehung, also wenn Übergewicht entsteht, dann kommt das, ist das das Schlechte, und das Übergewicht macht dann Krankheiten. Und dann gibt es aber ein anderes Lager, eine andere Theorie, die sagt, nein, nein, klar, Zucker kann auch zur Übergewichtsentstehung beitragen, aber Zucker verändert auch direkt den Stoffwechsel und greift direkt negativ in den Stoffwechsel ein und kann auch unabhängig vom Körpergewicht negativ wirken. So, was spricht jetzt dafür, dass es ein indirekter Zusammenhang ist oder dass Übergewicht entstehen kann? Also wirklich, das Weiterklicken geht gerade nicht. Nee, es tut mir leid, irgendwas ist hier mit dem jetzt. So, es gibt dann mehrere Theorien, und eine Theorie ist, beruht auf dem Prinzip der Energiekompensation. Also insbesondere für Süßgetränke ist gezeigt, dass die zur Übergewichtsentstehung beitragen können. Und da habe ich euch jetzt einen Versuch mitgebracht, den haben nicht wir, also wir haben den auch so ähnlich gemacht, aber ich habe euch jetzt einen anderen Versuch mitgebracht.
der funktioniert so. Man lässt Leute zu sich ins Labor kommen und gibt denen irgendwie, deckt denen den Tisch und sagt, hier, ess mal so viel und ess mal so viel, bis ihr satt werdet. Und dann kommen die Leute, essen irgendwie so viel und dann schreibt man das auf, so viel Energie ist 100%, das ist die Energie, die die Person braucht. Dann lässt man die an einem anderen Tag nochmal kommen und gibt denen erstmal ein Glas Limonade, also Zuckerwasser, oder man gibt denen Jelly Beans, also Zucker in Form von Zuckerwürfeln am Ende ist es ja. Aber die jeweils gleich viel Energie liefern. Dann wartet man ein bisschen und dann gibt man denen wieder den reich gedeckten Tisch und sagt, iss mal so viel, bis du satt wirst. Und die Personen, die jetzt Jelly Beans gegessen haben, die kompensieren, also die gleichen diese Energie aus und essen dann einfach von der Mahlzeit ein bisschen weniger. Die Leute, die aber jetzt das Zuckerwasser getrunken haben, die essen genauso viel wie das Mal davor. Und dann könnt ihr euch natürlich ganz leicht ausrechnen, dann haben wir mehr als 100%. Das heißt, die haben mehr Energie aufgenommen, als die eigentlich brauchen. Das sieht dann in der Publikation so aus, also genau bei Baseline, also wenn man eben keinen Zucker und nichts dazu isst, dann isst man eine gewisse Menge mit der Limonade genau gleich viel. Also das ist jetzt, es ist verrückt. Genau, da isst man genau gleich viel. Und jetzt bei den Jelly Beans, da wird das angepasst. Das heißt, die Leute essen hier einfach weniger. Und wenn das jetzt ständig passiert und täglich passiert, dann ist es ja ganz, also kann man sich ganz leicht vorstellen, auf Dauer führt das zu Übergewicht. So, zurück zur Kontroverse. Das heißt, das ist jetzt der indirekte Zusammenhang. Was ist jetzt mit dem direkten Zusammenhang? Also wie greift Zucker, oder was ist die Idee, wie Zucker direkt in den Stoffwechsel eingreifen kann? Und da müssen wir uns aber erstmal anschauen, wie funktioniert denn Zuckerstoffwechsel insgesamt? Und Zuckerstoffwechsel funktioniert für die zwei Grundbausteine von den Zuckern, die wir in unserer Ernährung finden, unterschiedlich. Wir essen nämlich immer Zucker, die aus Fructose und aus Glucose bestehen. Das sind zwei Einfachzucker und wie gesagt, alles, was irgendwie in unserer Ernährung süß ist, hat irgendwie beides. Also das gilt für den Zucker, den wir einfach im Supermarkt kaufen, also die weißen kleinen Kristalle, aber das gilt genauso für Zucker, der in zum Beispiel Limonaden drin ist oder in anderen Lebensmitteln mit reingebacken werden. Und Glucose, wir fangen mit der Glucose an. Das heißt, wir essen die, wir schlucken die runter, die kommt irgendwie in unseren Magen und kommt dann in unseren Darm. Und Glucose finden wir nicht nur in Zucker, sondern die Glucose finden wir auch in zum Beispiel stärkehaltigen Lebensmitteln, also Brot, Reis, Kartoffeln und so weiter. Und jetzt kommt es aus unserem Darm zuerst in die Leber. Und in der Leber haben wir ein Enzym, das sich Phosphofructokinase nennt und das ist durch den Leberenergiestatus reguliert. Was heißt das? Die Phosphofructokinase wirkt im Prinzip wie ein Türsteher. Die sagt jetzt, ich brauche Energie, also Glucose darf sie reinkommen. Oder die sagt, hey, ich brauche jetzt gerade nicht, Energiespeicher sind voll, hier kommst du nicht rein. Und dann geht die, dann umgeht die Glucose die Leber, geht in den Rest vom Körper, es gibt eine Insulinausschüttung und das führt irgendwie dazu, dass dann im Hirn, im Muskelfett oder in anderen Geweben eben diese Glucose aufgenommen wird. Das heißt, die Leber kann sich aussuchen, nehme ich die Glucose ja oder nein. Bei der Fructose sieht es ein bisschen anders aus. Die kommt aus dem Darm auch zuallererst in die Leber und jetzt ist ein anderes Enzym für die verantwortlich, nämlich die Fructokinase. Und die Fructokinase ist nicht abhängig vom Leberenergiestatus, die ist immer aktiv. Das heißt, jede Fructose, die irgendwie in der Leber ankommt, die wird auch verstoffwechselt. Und wenn wir jetzt, wenn die Leber jetzt aber eigentlich gerade gar keine Energie braucht, das heißt, ihr stellt euch vor, ihr habt gerade gut Mittag gegessen und dann denkt ihr so, jetzt gerade mal noch irgendwie ein Glas Limonade hinterher, dann braucht die Leber die Energie nicht, aber die muss die Fructose verwerten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wo kam denn Fructose ursprünglich eigentlich her? Das hat, also diese ganzen Stoffwechselwege haben sich ja über die Evolution entwickelt und da gab es eben keine Limonaden, da gab es dann halt ein bisschen Obst. Das heißt, der Körper musste überhaupt gar keinen Mechanismus für die Fructose entwickeln. Jetzt ist es aber so, wir haben sowas wie Limonaden, das heißt, das kommt in der Leber an und es gibt dann sowas, was man dann eben einen Overload oder eine Überladung der Leber mit Fructose nennt. Und jetzt macht die Leber das, was im Körper immer passiert, wenn zu viel Energie da ist. Sie macht Fett draus und das finden wir dann im Blut als fettreiche Partikel. Das heißt,
hier sehen wir, dass Zucker tatsächlich im Stoffwechsel Probleme machen, also direkt im Stoffwechsel Probleme machen kann. Und weil diese fettreichen Partikel können dazu führen, dass zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme entstehen, wenn die sich in den Arterien ablagern, aber kann zum Beispiel auch zu der Entstehung von Typ-2-Diabetes beitragen. So. Das heißt, so, wir haben jetzt diese Kontroverse, es gibt diese zwei Theorien, was stimmt jetzt? Um das rauszufinden, müssen wir natürlich Studien machen. Und die besten Studien, um rauszufinden, ob irgendwas zu einem eine bestimmte Wirkung hat, sind randomisierte, kontrollierte Interventionsstudien. Und am Anfang dieser Studie steht immer eine Wissenschaftlerin, die eine Frage hat, oder ein Wissenschaftler auch manchmal. Die hat eine Frage und die sucht sich dann erstmal Leute zusammen, für eine Studie, die teilt sie dann in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe bekommt dann Zucker, die andere Gruppe bekommt keinen Zucker. Und dann kann man schauen, entsteht hier zum Beispiel Übergewicht oder Typ-2-Diabetes oder Herz-Kreislauf-Probleme. Und natürlich ist es nicht so, dass wir Studien machen können, bei denen wir Leute krank machen. Das heißt, wir können natürlich jetzt niemand so lang Zucker geben, bis der wirklich an einem Herzinfarkt stirbt. Wir können dann eben nur schauen, wird zum Beispiel das Fett im Blut mehr, also es steigen Risikofaktoren dafür an. Genau, und wir haben zwei von solchen Studien, in denen ich eben in Davis mitgemacht habe, habe ich euch jetzt mitgebracht. Und zuerst fangen wir an mit der IPOP-Studie. In der Studie hatten wir 32 Männer und Frauen, die waren alle ein bisschen älter, 40 bis 72 Jahre, also im Durchschnitt 55. Und die hatten alle einen höheren BMI, also die waren alle übergewichtig, 25 bis 35 Body Mass Index, und der war durchschnittlich 29, das ist schon ordentliches Übergewicht. Und bei denen wollten wir jetzt wissen, wie wirkt jetzt Fructose oder Glucose? Also wir haben das verglichen und haben denen dann jeweils drei Getränke, entweder Fructose oder Glucose gegeben, und das über 10 Wochen. Und zuallererst kamen die für 2 Wochen zu uns in die Einrichtung und haben dann Mahlzeiten bekommen, das seht ihr hier oben, die hatten gar keinen Zucker, sondern alles nur komplexe Kohlenhydrate, also zum Beispiel Brot oder, also seht ihr hier oben das Brot, da sind Cornflakes, Chips, genau, hier nochmal Nudeln. Und jetzt, das heißt, die haben das 2 Wochen bekommen, dann haben wir eine ganze Reihe Tests gemacht, dann sind die 8 Wochen nach Hause gegangen. In den 8 Wochen haben die dann nur Süßgetränke bekommen, durften aber ansonsten machen und essen, was sie wollen. Und dann kamen sie wieder 2 Wochen zu uns in die Einrichtung und dann haben sie quasi die gleichen Mahlzeiten wie vorher bekommen, aber weniger komplexe Kohlenhydrate, also weniger Brot, weniger Cornflakes, sieht hier unten eine Scheibe bloß. Aber dafür haben sie dann eben ein Glas voller Zuckerwasser bekommen und dann eben Glucose oder Fructose. Hier seht ihr ein bisschen weniger Chips hier unten, weniger Brot, und hier auch, da oben haben sie Brot bekommen und Kekse und hier unten oder Cracker, und hier unten sind die weg. Und meine Chefin, die wird nicht müde zu sagen, also über dieses Zuckerwasser hat sich wirklich niemand beschwert, haben sie alle freiwillig getrunken, aber den Salat, da kamen dann die Klagen. Also naja, genau, ein bisschen Klischees müssen ja auch bei so Studien immer stimmen. Genau, was haben wir jetzt rausgefunden? Wir haben rausgefunden, zuallererst hier die Ergebnisse vom oralen Glukosetoleranztest. Das ist ein Test, der abschätzt, wie hoch das Risiko ist, ein Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Man schaut hier, wie gut kommt der Körper mit Glukose klar. Und hier, wir gucken uns zuerst hier links die zwei Bilder an. Das sind die Probandinnen, die Glucose verzehrt haben. In schwarz ist die Linie aus den 2 Wochen, wo sie eben keinen Zucker bekommen haben, und gestrichelt die Linie nach den 9 Wochen, beziehungsweise 10, also hier jetzt 9 Wochen, nachdem sie eben jeden Tag so viel Glucose getrunken haben. Und hier ist ein ganz, also es sieht ja schon so ein bisschen aus wie ein Unterschied, aber das ist statistisch, eigentlich ist da nichts passiert. Und ganz besonders, wenn man jetzt hier aufs Insulin guckt, also das war die Glucose im Blut, wenn man sich das Insulin anschaut, ist überhaupt nichts passiert. Also die Glucose macht eigentlich keinen Unterschied in Bezug auf die Insulinsensitivität, also in Bezug aufs Risiko für Typ-2-Diabetes. Was aber einen großen Unterschied macht, das sieht man hier auf der rechten Seite, nämlich die Fructose. Da seht ihr in schwarz wieder die Linie, als die noch keinen Zucker bekommen haben. Und wenn wir jetzt anschauen, was passiert 9 Wochen später, da sehen wir, dass die Linien ganz schön auseinandergehen. Und hier unten beim Insulin sieht man es auch ganz gut. Das zeigt quasi an, dass der Körper nach 9 Wochen Fructose nicht mehr so richtig gut mit Glucose umgehen kann. Und das ist ein Risikofaktor für die Entstehung von Typ-2-Diabetes.
Genau, wir haben dann noch geschaut, wie hat sich jetzt das Körpergewicht entwickelt, also haben die zugenommen. Und wir sehen jetzt hier jeweils drei Balken, also das ist hier Glukose und Fructose und wir sehen die ersten zwei, also der erste und der letzte Balken bei beiden, da hat sich nicht viel getan. Das liegt daran, dass wir diese Mahlzeiten, die ich euch gezeigt habe, ganz genau auf die Person ausgerichtet haben. Das heißt, jeder hat genauso viel Energie bekommen, wie er braucht und keine Person konnte dann eben Gewicht zunehmen. In den 8 Wochen, wie die zu Hause waren, durften die aber natürlich essen und trinken, was sie wollen. Und da haben sie ganz schön zugenommen, in beiden Gruppen ungefähr 1,5 Kilo. Und da sehen wir auch zwischen der Glukose und der Fructose überhaupt keinen Unterschied. Wir haben aber nicht nur geschaut, haben die insgesamt zugenommen, sondern wir haben auch geschaut, wo haben sie dieses Gewicht zugenommen. Und in der Grafik seht ihr jetzt die Balken, wie viel Fett zugenommen wurde. Und wir sehen hier bei der Glukose, insgesamt hat das Fett, also das totale Fett insgesamt, hat ein bisschen zugenommen. Bei der Fructose haben sie ziemlich viel Fett zugenommen. Und wenn wir jetzt schauen, wo ist dieses Fett eingelagert, dann sehen wir bei der Glukose ist das SAT, das ist das subkutane Fettgewebe. Subkutan ist das Fett, das direkt unter der Haut sitzt. Also ganz einfach, wenn jemand hüpft, alles was wackelt, ist subkutanes Fettgewebe. Und da haben wir uns gesellschaftlich offensichtlich darauf geeinigt, dass das optisch nicht positiv zu bewerten ist. Aber wenn man es jetzt von einem metabolischen, also von einem Stoffwechselstandpunkt sieht, ist es eigentlich ganz in Ordnung, weil dieses Fett ist einfach weg, das macht nichts, das sitzt da und genau, also ist weniger problematisch. Viel mehr problematisch ist das viszerale Fettgewebe, das hier bei der Fructose vor allem zugenommen hat. Das viszerale Fettgewebe ist das, das zwischen den inneren Organen liegt, also um den Darm, um die Leber, um genau, also alles, was in der Bauchhülle ist. Und das ist total problematisch, weil dieses Fettgewebe zum Beispiel Entzündungsmediatoren generiert, das macht Hormone und so weiter. Das macht ganz schön viele, also das sendet Botenstoffe aus, die auch bei der Entstehung von Typ-2-Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen die dazu beitragen können. Es wirklich, ich flippe aus. Sorry. Na. Ey. Es tut mir wirklich leid. Es ist das funktioniert nicht gut in Kombination mit Zoom. Naja, gut, wieder was gelernt. Also, wir haben hier gelernt, durch die Fructose ist eher das negative Fett, das nicht so, ja, eher negatives Fettgewebe aufgebaut worden. Durch die Glukose ist das eher ungefährliche, wenn auch optisch vielleicht nicht ganz so positiv bewertete Fett aufgebaut. Dann haben wir uns auch noch angeschaut, wie sieht es denn jetzt mit dem Fett im Blut aus? Und hier sehen wir jetzt die Kurve über 24 Stunden. Das heißt, die armen Probanden, wir haben wirklich einmal die Stunde gepiekt und Blut, also ja, nee, nicht gepiekt, aber wir haben einmal die Stunde Blut abgenommen und das Ganze haben wir 4-mal gemacht, also bei 0 Wochen, das heißt, bevor die irgendwelchen Zucker bekommen haben und dann nach 2, 8 und 10 Wochen. Und hier bei der Glukose sehen wir, die Linien, ja, sind so ein bisschen umeinander rum, aber so richtig viel hat sich hier jetzt nicht getan. Die sind ein bisschen verschoben, aber an sich passiert nicht viel. Bei der Fructose sieht es jetzt aber anders aus. Wenn wir hier jetzt schauen, da haben wir Frühstück bekommen, Mittagessen und nach dem Mittagessen fängt es ungefähr an. Dann gehen diese Linien ganz schön auseinander. Und hier vor allem nach dem Abendessen in so einer späten Abendphase, das ist so zwischen 10 und 24 Uhr, wenn man eigentlich nur noch auf der Couch sitzt, dann ist hier ganz schön viel Fett im Blut bei den Leuten, die Fructose gegessen haben, im Vergleich zu denen, die Glukose gegessen haben. Und das ist auch, wie ich vorher schon gesagt habe, eben auch mit der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert oder auch Typ-2-Diabetes. So, bei der Studie haben wir jetzt aber das Problem, wir haben Glukose oder Fructose angeschaut. Ich hatte aber ja vorher schon gesagt, naja, wenn wir Zucker essen, essen wir die immer in Kombination. Das heißt, wir können jetzt hier gar nicht unbedingt sagen, das ist das, was passiert, wenn wir Zucker essen, weil wir eben diese Bestandteile unabhängig voneinander untersucht haben. Und wir hatten hier ja auch Menschen, die sowieso schon ein bisschen älter waren und auch schon ein bisschen Übergewicht haben. Bei denen ist sowieso wahrscheinlich, dass die diese Krankheiten entwickeln.
was ist denn jetzt mit jungen, gesunden Leuten? Und das ist die nächste Studie, die ich euch vorstellen will. Das ist die sogenannte Dose-Response-Study gewesen. Da haben wir Leute genommen, also junge Erwachsene genommen, die waren im Durchschnitt 25 Jahre alt und die hatten einen durchschnittlichen BMI von 25. Das ist auch schon knapp im Übergewicht, aber bildet eben den amerikanischen Durchschnitt ab. Was haben wir jetzt mit denen gemacht? Denen haben wir für nur 2 Wochen gesüßte Getränke gegeben. Und zwar waren die gesüßt entweder mit ohne Energie, also mit Aspartam. Das ist ein Süßstoff. Da habe ich leider keine Zeit, groß drüber zu reden. Also wenn ihr Fragen zum Süßstoff habt, dürft ihr mich gerne nachher auch nochmal drauf ansprechen. Und wir haben dann aber auch eben unterschiedliche Zucker genommen und zum Beispiel zum einen die Glucose und die Fructose hatten wir wieder einzeln dabei, aber wir hatten eben auch Saccharose und auch High Fructose Corn Syrup. Das sind die 2 Zucker, die wir bei uns eben in unserer alltäglichen Ernährung finden. Saccharose ist der Haushaltszucker, den man eben im Supermarkt kauft, wenn man Zucker kauft. Da hatten wir jeweils wieder 25% der täglichen Energie. Von Fructose und High Fructose Corn Syrup hatten wir noch 17 bzw. 10% des täglichen Energiebedarfs. Und dann haben wir natürlich wieder vorher geguckt, vor den 2 Wochen, bevor die diese Getränke getrunken haben und dann eben nach den 2 Wochen. So, was haben wir jetzt untersucht? Wie gesagt, wir haben vorher das Problem gehabt, wenn wir nur Fructose oder nur Glucose anschauen, dann ist es ja nicht das, was in Wirklichkeit passiert, sondern wir essen High Fructose Corn Syrup oder halt Saccharose, also eine Mischung von beiden. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Fructose macht irgendwie Schlechtes, die Glucose macht eigentlich nichts, dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass das High Fructose Corn Syrup, also die Mischung, irgendwie so mittel ist. Also ist ein bisschen schlecht, aber jetzt nicht ganz so schlecht wie die Fructose. Und da haben wir jetzt drauf geschaut. Hier habe ich euch 3 Faktoren mitgebracht. Das eine ist die Harnsäure, die ist auch mit zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankung assoziiert, Triglyceride, das heißt einfach Fette, und ApoC3. Ihr könnt es euch so vorstellen, Fett ist ja nicht löslich in Wasser, aber unser Blut besteht ja aus Wasser, und damit der Körper irgendwie das Fett im Blut rumschicken kann, setzt er das in so ein Körbchen, und das ApoC3 ist das Körbchen, in das Fett reingesetzt wird, damit es in unserem Blut schwimmen kann. So, und was sehen wir jetzt? Bei Aspartam sehen wir eigentlich gar keinen Unterschied, da passiert nichts. Bei Glucose sehen wir, das steigt leicht an, also hier in Blau gezeigt. Und hier in Rot sehen wir jetzt, die Fructose macht einen großen Anstieg. Und wenn wir jetzt das High Fructose Corn Syrup anschauen, dann ist es wirklich so dazwischen. Dann macht die Glucose macht ganz leichten, High Fructose Corn Syrup einen mittleren und Fructose einen hohen Anstieg von diesen 3 Faktoren, die alle mit Krankheit assoziiert sind. So, also stimmt's. Die High Fructose Corn Syrup, also die Mischung, ist irgendwie so mittel. Jetzt haben wir aber nochmal weitergeschaut, und zwar zu den Cholesterinen. Das sind alles 3 Faktoren, die für Cholesterin stehen: ApoB, LDL-Cholesterin und nicht HDL-Cholesterin. Und hoppala, hier ist es überhaupt nicht mehr so. Die Fructose macht zwar auch einen Anstieg, aber die Mischung, also High Fructose Corn Syrup, macht sogar noch einen höheren Anstieg als die Fructose selbst. Das heißt, wir können jetzt hier nicht mehr sagen, die Mischung ist wahrscheinlich nur halb so schlimm. Das ist tatsächlich gar nicht so gut für uns, weil wir essen ja. Das heißt, die Zucker, die wir essen, sind, was das Cholesterin angeht, auf jeden Fall schlechter zu bewerten als die Fructose. Wie stellen wir uns das jetzt nochmal vor? Ich habe euch nochmal eine Grafik mitgebracht. Wie stellen wir uns das jetzt vor? Wie passiert das? Also, wir haben wieder die Fructose, die kommt in die Leber und die Leber macht hier Fett daraus. Das Fett kommt hier ins ApoC3-Körbchen rein und kommt dann als Fettpartikel im Blut vor. Und ich habe euch hier jetzt mal eine Abbildung mitgebracht. Das ist, wenn man Blut abzentrifugiert, also alle die roten Blutkörperchen rausnimmt, dann ist das hier jetzt nüchtern. Das heißt, wenn man jetzt gerade kein Fett im Blut hat. Und so sieht Blut aus, wenn ganz viele von diesen Fettpartikeln da rumschwimmen. Also da kann man sich relativ gut vorstellen, dass sich das dann auch in den Arterien ablagert und über eine längere Zeit dann auch zu diese Arterien verstopft. Genau, das heißt, wir haben hier diese Fettpartikel, das führt dann eben dazu, dass die Cholesterinpartikel ansteigen, und das jetzt alles durch die Fructose angeschubst. Und jetzt kommt die Glucose ins Spiel, die verhindert jetzt, dass diese Partikel wieder zurück in die Leber können, das heißt aus dem Blut rauskommen, dass unser Blut wieder von hier trüb zu klar wird. Das heißt, die Glucose verhindert das, und die Glucose führt dann auch noch dazu, dass die oxidiert werden. Und das ist sogar noch schlimmer, wenn wir uns das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen anschauen. Das heißt,
Was schlussfolgern wir da draus? Die Fructose, die löst irgendein Problem aus. Und wenn wir jetzt noch Glucose mit dazugeben, dann explodiert es und das ist wie Öl ins Feuer gießen. Das heißt, wir haben hier am Ende noch ein viel größeres Problem. Wie gesagt, das ist echt eine traurige Nachricht. Das ist kein schöne Erkenntnis, weil das ist ja der Zucker, den wir essen. Naja, okay, weiter geht's. Wir haben uns dann noch angeschaut, was ist denn jetzt mit dem Zucker? Wie viel Zucker ist denn jetzt okay? Also können wir vielleicht ein bisschen Zucker essen, weil wir mögen ja alle Zucker. So, was haben wir da gemacht? Wir haben High Fructose Corn Syrup in unterschiedlichen Dosen verabreicht, das heißt 0%, 10%, 17,5% und 25% der täglichen Energie. Und hier sehen wir die Entwicklung vom Körpergewicht. Beim Aspartam ist nichts passiert. Bei der 10%-Gruppe 17,5% und 25%, da sehen wir, dass es je mehr Zucker gegessen wurde, desto mehr Gewicht wurde zugenommen. Das sind hier ganz, ganz kleine Mengen eigentlich, ne? Also das ist hier so um die 100 Gramm im Durchschnitt, wirkt jetzt erstmal nicht so viel, aber ist ja auch nur in 2 Wochen. Das heißt, wenn wir das jetzt aufs ganze Jahr rechnen, dann sind es schon einige Kilos, die dann übers Jahr zugenommen werden. Also je mehr Zucker gegessen wurde, desto mehr Körpergewicht wurde auch zugenommen. Wir haben uns dann hier auch nochmal die Cholesterine angeschaut oder diese Faktoren, die eben fürs Blutcholesterin und das Cholesterin im Blut stehen. Und da sehen wir es auch, bei Aspartam passiert nichts. Also wenn überhaupt, dann geht es ganz leicht runter. Aber je mehr Zucker gegessen wurde, also je dunkler hier dieser Balken wird, desto mehr Cholesterin ist nachher auch im Blut. Und wir haben uns dann auch natürlich hier nochmal die Blutfette angeschaut. Und da sehen wir hier wieder, beim Aspartam passiert gar nichts. Da verändert sich einfach nichts. Wenn wir die 10% High Fructose Corn Syrup haben, sehen wir hier wieder in dieser späten Phase, also hier zwischen 10 und 24 Uhr, also wenn wir auf der Couch sitzen und uns eigentlich gar nicht mehr bewegen, dann haben wir hier ziemlich viel Fett mehr Fett im Blut. Wenn wir 17,5 oder wenn die Probandin 17,5% High Fructose Corn Syrup bekommen haben, dann geht es hier auch den ganzen Tag schon, ist da schon mehr Fett im Blut. Und genau bei den 25 ist es eigentlich den ganzen Tag viel mehr. Das heißt, wir haben aus der Studie gelernt, dass schon 10% der täglichen Energie negativ auf die Gesundheit wirken können. Wir wissen, dass Glucose und Fructose unterschiedlich verstoffwechselt werden, aber wir essen ja die Kombination und die Kombination ist mindestens so schlecht wie Fructose. Jetzt ist es natürlich schwer, sich vorzustellen, was bedeutet 10% der täglichen Energie. Das, keiner weiß, was er so täglich braucht, deswegen habe ich euch das jetzt für mich mal ausgerechnet. An einem Tag, an dem ich mit meinem Hund lang spazieren gehe oder halt und nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, habe ich so einen Energiebedarf von 180 Kilokalorien pro Tag. Das heißt für mich 10% meiner täglichen Energie. Ich darf höchstens 45 Gramm Zucker aufnehmen. Mit was bekomme ich das hin? Das heißt, wenn ich 8 Gummibärchen, ein Glas Apfelschorle, dann habe ich noch irgendwie in der Kantine irgendwas mit Tomatensauce gegessen und einen halben Fruchtjoghurt, dann bin ich eigentlich schon fertig. Das heißt, ich habe meinen Zucker schon voll. Mehr Zucker darf ich eigentlich nicht essen. Oder ich habe einen halben Liter Cola getrunken, dann bin ich auch schon fertig. Dann darf ich über den Tag keinen Zucker mehr zu mir nehmen, weil alles, was da drüber ist, eben schon negativ auf meine Gesundheit wirken kann. Das sind jetzt die 2 Studien, die wir gemacht haben. Wir haben noch mehr Studien gemacht, aber genau. Aber außer uns haben noch ganz viele andere Leute Studien gemacht. Und das hat unter anderem die Weltgesundheitsorganisation dazu gebracht, eben Empfehlungen auszusprechen. Und die empfehlen insgesamt ein Leben lang die Zuckeraufnahme gering zu halten. Das ist eine sehr starke Empfehlung. Was bedeutet jetzt gering halten? Sie sagen weniger als 10% der Gesamtenergie, also auch die Zahl, die wir in unserer Studie gefunden haben, bei 10% passiert schon was Negatives. Und sie empfehlen sogar weniger als 5% der Gesamtenergie in Form von Zucker aufzunehmen. Diese Empfehlung haben sich auch deutsche Fachgesellschaften angeschlossen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Diabetesgesellschaft und Adipositasgesellschaft. So, aber hier hat die WHO jetzt nicht aufgehört, sondern die empfehlen zum Beispiel auch, dass die an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel und Getränke, die viel Zucker, Salz und Fette enthalten, dass die eingeschränkt werden. Und jetzt habe ich die ganze Zeit über Stoffwechsel und so weiter geredet. Jetzt geht es um Werbung. Hä, wie passt das zusammen? Also, letzter Punkt.
Wir müssen nochmal über unser Ernährungsumfeld reden. Wir leben nämlich alle in einer Welt, die es uns nahezu unmöglich macht, auf Zucker zu verzichten, weil nämlich alle Lebensmittel, denen wir die ganze Zeit ausgesetzt sind, nicht alle, aber die meisten Lebensmittel, die auch viel beworben werden, die haben in irgendeiner Form viel Zucker oder sind insgesamt ungesund. Und wenn wir jetzt nochmal ganz an Anfang zurückdenken, wir sind ja darauf programmiert, Zucker gut zu finden. Also es gibt schon Menschen, die mögen jetzt Süßigkeiten nicht so wahnsinnig gerne, aber grundsätzlich ist es jetzt niemand, der sagt, Zucker finde ich ekelhaft. Also wir haben alle irgendwie den Süßgeschmack bis zu einem gewissen Maß finden wir den allen gut. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht die Chance, mit den Lebensmitteln, die uns angeboten werden, uns ganz gut zu ernähren, wenn wir nicht permanent uns bewusst machen, nein, ich esse das nicht. Ich möchte das nicht essen, weil das Zucker enthält. Und das ist wahnsinnig anstrengend und das kriegt eigentlich niemand wirklich gut hin. Was ist jetzt der Ansatz? Wenn wir in einem Umfeld leben, das es uns eben jetzt nahezu unmöglich macht, uns gut zu ernähren, dann müssen wir irgendwie gucken, wie ändern wir dieses Umfeld. Und ein Ansatz, das zu machen, ist über den Ansatz der Ernährungspolitik. Und da habe ich euch drei Beispiele mitgebracht, wie Ernährungspolitik funktionieren kann, nämlich zum einen über Lebensmittelsteuern. Gerade im Kontext Zucker werden Lebensmittelsteuern empfohlen bzw. angewendet. Hier, das ist jetzt eine Liste aus August 2020. Das sind die Länder in der Welt bzw. Städte in der Welt, die Steuern auf Zuckergetränke haben. Was verspricht man sich da draus oder was soll jetzt so eine Zuckersteuer eigentlich bringen? Die hilft zum einen, dass Menschen ihre Kaufentscheidung verändern. Dass die Menschen verändern die Kaufentscheidung zum einen, weil die Produkte einfach teurer werden. Aber das ist natürlich schlecht, weil wenn was teurer wird, dann trifft es vor allem Menschen, die nicht so viel Geld haben. Das bedeutet aber auch, dass ein Produkt irgendwie problematisiert wird. Auf einmal redet man darüber, dass Zucker, zum Beispiel Süßgetränke, nicht so gut sind. Und auch das hilft dabei, Kaufentscheidungen zu verändern. Gleichzeitig, und das hat man jetzt in England zum Beispiel ganz prominent gesehen, dadurch, dass dort Zucker, dass da eine Steuer auf Zucker erlassen wurde, haben Lebensmittelhersteller angefangen, ihre Lebensmittel zu reformulieren. Das heißt, die haben jetzt auf einmal angefangen, weniger Zucker in ihre Lebensmittel zu machen. Das heißt, es werden bessere Lebensmittel angeboten. Und wenn man es jetzt noch ganz toll macht, das ist zum Beispiel was, das in San Francisco gemacht wird, die nehmen das Geld, das eben über diese Steuern erwirtschaftet wird und stecken das in Ernährungsbildung. Zum Beispiel in Kampagnen, die das Trinken von Wasser fördern. Das heißt, ich habe hier durch das Einführen von einer Zuckersteuer eine dreifache Wirkung. Dann werden noch andere veränderte Steuern empfohlen, zum Beispiel, dass man sagt, hey, Obst und Gemüse ist ja total gesund, also erheben wir da gar keine Steuern drauf. Dann noch so Lebensmittel wie Brot oder Mehl oder Nudeln, da lassen wir die 7%, ist ja jetzt schon so. Und dann nehmen wir ungesunde Lebensmittel, wie zum Beispiel Fertigpizza oder halt Süßgetränke, da packen wir 19% Mehrwertsteuer drauf, weil das im Prinzip Luxusgegenstände sind, die braucht ja kein Mensch und die sind auch nicht so gesund. Genau, das ist der Ansatz über die Steuern. Dann haben wir einen Ansatz über Werbung. Es ist nämlich so, dass wenn Werbung eingeschränkt wird, dann haben Studien gezeigt, dass auch weniger zum Beispiel Junkfood gegessen wird oder aber auch weniger Süßgetränke getrunken wird. Das heißt, es hilft tatsächlich, Werbung einzuschränken, weil die uns ja permanent dazu bringen möchte, dass wir eben diese ungesunden Sachen essen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass in Deutschland die an Kinder gerichtete Werbung, da gab es schon länger eine Regel oder schon länger die Empfehlung, dass die nicht an Kinder gerichtet werden soll, die bis 12 Jahre sind. Das wurde jetzt gerade auf 14 Jahre hochgesetzt und unsere Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hat auch gesagt, das war total wichtig und ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder geschützt werden und dass jetzt auch Kinder bis 14 Jahre geschützt werden. Allerdings ist es so, dass, und das ist ein Wort oder ein Begriff, der öfter fällt im Kontext des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, das ist freiwillig selbstverpflichtend. Das heißt, die Firmen versprechen ganz ehrlich, diesmal wirklich echt, dass sie weniger weniger Werbung an Kinder richten. Allerdings hat unter anderem der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin gesagt,
Freiwillige Vereinbarungen zur Regulierung von Kinderwerbung haben sich als wirkungslos erwiesen. Das heißt, die Bundesregierung setzt hier auf einen Ansatz, der nachweislich nichts bringt. So, dann noch als letztes, was ist noch eine Maßnahme, die ernährungspolitisch gemacht werden kann? Und ich weiß nicht, wer es von euch schon gesehen hat, der Nutri-Score, der ist inzwischen auf mehreren Lebensmitteln abgedruckt. Das ist ein Score oder halt ein Maß, das berechnet, wie gesund ein Lebensmittel ist oder wie ungesund das ist. Das berechnet sich unter anderem auch über den Zuckergehalt. Das heißt, Lebensmittel, die ganz, ganz viel Zucker enthalten, die bekommen hier eher ein D oder ein E. Und Lebensmittel, die eben nur natürliche Quellen haben, beziehungsweise eben Obst oder Gemüse oder halt Sachen, die jetzt nicht viel Salz, viel Fett oder viel Zucker haben, die bekommen das A. Und da ist das gleiche Problem wie auch wieder bei der Werbung. Das ist freiwillig selbstverpflichtend. Das heißt, die Firmen können sich aussuchen, wählen wir das oder wählen wir es nicht. Und deswegen sehen wir vor allem eine A- oder B-Wertung, weil die E-Wertung natürlich eher schlecht wäre für die Produzenten. Das heißt, auch da ist schon ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung, kann man aber noch mal mehr machen. Genau, und zu allerletzt möchte ich euch noch sagen, bringt sowas überhaupt was? Bringt es was, sowas abzudrucken? So, in den USA wurde 2016 verpflichtend ein Added Sugar Label eingeführt. Im Prinzip haben wir in Deutschland was Ähnliches. Wir haben hier ja die Kohlenhydrate auf allen unseren Nährwerttabellen und hier bei uns steht davon Zucker. In den USA steht eben Added Sugar da. Und jetzt gerade vor anderthalb, zwei Wochen ist eine Publikation veröffentlicht worden, die haben sich jetzt angeschaut, bringt dieses Sugar Label überhaupt was? Und was die berechnet haben, ist, dass durch die Einführung dieses Labels jeden Tag 3,46 Gramm Zucker weniger gegessen werden pro Person. Und das klingt erstmal wahnsinnig wenig, aber das heißt, die haben das berechnet für alle Menschen, die eben 2016 20 Jahre alt waren. Und die haben jetzt geschaut, für die nächsten 34,5 Jahre, das heißt, bis diese Personen knapp 55 sind, werden 30.000 Krebserkrankungen nicht entstehen und es werden 17.100 Menschen nicht an Krebs sterben. Und das heißt, das Gesundheitswesen spart sich 1.600 Millionen. Das heißt, klingt erstmal überhaupt nicht so, als würde es wahnsinnig viel bringen, 3,46 Gramm Zucker, natürlich über die komplette Gesellschaft gesehen. Aber diese kleinen Maßnahmen können schon eine große Wirkung haben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir machen mehrere Sachen und wir mixen unterschiedliche Methoden, dann kann das natürlich ganz viel bringen. Und schließen möchte ich jetzt noch mit den Worten von Margaret Chan. Die war früher die Direktorin der WHO, die gesagt hat, dass kein einziges Land dieser Welt es bis jetzt geschafft hat, das Übergewichtsproblem, die Obesity-Epidemic oder Pandemie einzuschränken und dass das nichts damit zu tun hat, dass Individuen oder dass die individuelle Willenskraft hier versagt, sondern das ist der politische Willen, der versagt, sich mit der Industrie anzulegen. Genau. Das ist alles, was ich zu Zucker sagen wollte. So, und jetzt freue ich mich, wenn ihr Fragen habt.